auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Sie werden noch Getränke hin und her gereicht. Nach dem Spiel FCN gegen FC Germania Friedrichsthal entstand 4:1 und begrüßen darf ich wie immer die beiden Trainer. Das ist zum einen vom FC Germania Friedrichsthal Marcellus Nukiatschom und unseren Trainer Micha Wittwer. Zunächst wie immer das Wort an den Gegner. Ich habe auf der Homepage vom FC Germania Friedrichsthal gelesen, unlösbare Aufgabe heute beim FCN. Ich bin mir sicher, ihr seid nicht hier angereist, um euch kampflos zu ergeben. Am Ende steht trotzdem ein 4:1 da und weiterhin keine Punkte auswärts. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Zuerst hallo zusammen, zuerst Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, das war von jeder erwartet, aber ich glaube, wenn man das Spiel angeschaut hat, musste man sich auch fragen, okay, wieso kriegen wir immer so viele Tore? Und das kommt daraus, dass wir auch individuelle Fehler öfter machen. Das ist nicht nur heute, das ist fast die letzten 7 bis 8 Spiele, wo man wirklich das Tempo mithalten können, auch mitspielen können. Und dann plötzlich in diesem kleinen Moment kommen diese individuellen Fehler, die knallhart bestraft werden. Und das ist noch heute passiert, steht wieder 4:1. Würde man sagen, könnte auch 3:1 stehen oder 2:1, wenn man diese 2 Tore verschenken. Oder noch 2:2, wenn der Patrick gleich das 1:1 gegen einen guten Torhüter gewinnt. Aber wenn man unten steht, kommen immer solche Sachen. Ich glaube, tut mir leid für die Jungs. Die haben versucht, sich heute Respekt zu beschaffen. Und ich glaube, wir haben ein bisschen noch mehr gegeben, als die Tabelle zeigt. Vielen Dank. Micha, Glückwunsch zum Sieg. Am Ende würde ich mal sagen, standesgemäß 4:1. War es so klar, wie es am Ende das auf der Anzeigentafel steht, 4:1? Wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, ich sage, vom Ergebnis her können wir zufrieden sein. Wie es zustande kommt, ist mit der Art und Weise nicht ganz. Wir haben uns das natürlich gewünscht, ein frühes Tor, das haben wir gemacht. Dadurch aber keine Sicherheit in unser Spiel reinbekommen. Einfach, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, einfach wieder von der Laufarbeit, von dem Zweikampfverhalten, von der Distanz zum Gegner, einfach zu weit weg heute wieder, was in Bissingen jetzt zum Beispiel ganz anders war. Und das ist mir im Moment ein bisschen das Rätsel, warum wir da einfach, sage ich mal, da nicht den Gegner enger bearbeiten in unserem Stadion. Der Gegner macht es uns immer wieder vor. Wenn in unserem engen Platz, wenn ich da die Räume eng halte, wenn ich da in die Zweikämpfe gehe, dann ist es schwer, Torchancen herauszuspielen. Und wir auf der anderen Seite lassen dem Gegner einfach, wenn er einen Ball besitzt, ist zu viele Räume, lassen sogar Konterchancen zu nach Eckbällen, wo ich einfach sage, da muss ich mich einfach anders stellen, anders Zweikampfverhalten an den Tag legen. Einer geht zum Mann, der andere sichert ab. Das kann eigentlich nicht sein. Und wie gesagt, das in Bissingen oder Gereutlingen passiert sowas nicht. Jetzt heute passiert es wieder. Das ist mir irgendwo ein bisschen ein Rätsel. Vom Spiel her, klar, könnte das 2:2 fallen, sage ich mal, mit der Aktion, wo der Robin Graski 1:1 super hält. Das war vielleicht mitspielentscheidend. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft dann versucht, in der zweiten Halbzeit den einen oder anderen Konter auch gut ausgespielt, wo man auch sagen kann, okay, eine klare Absprache. Da einmal nimmt der Michael Schürg im Leo nach einem sehr schönen Angriff von uns den Ball eigentlich vom Kopf. Da waren wir einfach halt wieder zu ruhig miteinander. Ich weiß nicht, ob er gerufen hat. Wir hatten noch die eine oder andere Situation, wo wir einfach ja, wieder ungenau waren heute bei Ballmitnahme, Ballannahme. Und uns kommt es halt irgendwie nicht so gut hier auf unserem Platz, wenn der Platz so topfeben ist. Ich verstehe das gar nicht, wenn man da die Bälle annehmen kann und laufen kann, Doppelpässe spielen kann auf dem Platz. Und trotzdem so viel Ungenauigkeit drin ist, so viel ja, einfache Ballverluste dann. Und ja, trotzdem, wie gesagt, wichtig war der Sieg heute, nachdem wir jetzt auswärts den Punkt erkämpft haben in Bissingen. Haben wir ja gesagt, wollen wir zu Hause nachlegen. Das ist uns jetzt heute gelungen. Vom Ergebnis her, wie gesagt, vom Spielerischen her, von der Leistung her insgesamt kann die Mannschaft wesentlich mehr. Ich hoffe, dass sie das dann nächsten Freitag gegen Oberachern mit vielleicht dem gleichen Ergebnis hoffentlich und mit einer besseren Leistung bestätigen kann, dann, dass sie es besser kann, wie sie es heute gemacht haben. Aber wie gesagt, es muss jedes Spiel erst gespielt werden. Da geht es nicht um Tabellenstand, sondern jedes Spiel muss erstmal
gespielt, gearbeitet werden und ja, hoffentlich dann am Ende erfolgreich. Das haben wir geschafft und deshalb ja, geht es weiter, vorauszugucken. Nächster Gegner, nächsten Freitag, Oberachern. Und da vielleicht nochmal nachlegen. Danke. Vielen Dank dir, Micha. Dann danke ich für den Besuch. Euch, Marcellus, alles Gute. Vielleicht eine kleine Serie, damit ihr den Anschluss da unten nicht verliert. Das wünschen wir euch. Micha, du hast schon gesagt, am Freitag geht es weiter gegen Oberachern. Da sollten wir die kleine Serie ausbauen. Jetzt 5 Spiele umgeschlagen. Vielleicht geht es am Freitag weiter mit dem nächsten Sieg. Wir wünschen uns das. Und Ihnen allen noch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns allerspätestens am Freitag wieder hier beim Heimspiel. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.